Hallöchen und wieder mal herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Wir haben im letzten Part ein bisschen was mit dem Stuntflieger rumgespielt und ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass es gut geklappt hat, aber wir haben zumindest viermal Silber, einmal Gold. Ich denke, da haben wir schon wesentlich schlechtere Leistungen hier gebracht. Und wir fahren jetzt einfach mal runter in die Stadt zum Flughafen. Können natürlich auch unseren anderen Charakter wechseln und hoffen, dass Franklin gleich selber irgendwo ganz da unten rumsteht. Aber nö. So, einmal im Gefängnis hier unten vorbei. Schön beleuchtet alles. Und die Hölle erwartet uns. Wenn wir Spaß haben. Ich sehe gerade, hier ist begrenzt auf 60. Fahren wir 60 Meilen pro Stunde? Vermutlich nicht. Und wir fahren trotzdem einfach mal weiter. Wäre schön, mit so einem richtigen Flitzer hierher zu heizen. Haben wir hier irgendwas Sportwagenmäßiges vor uns? Ich kann es noch schlecht erkennen. Wir können hier natürlich jetzt zum Stoppen zwingen, indem wir die Reifen zerschießen. Aber das bringt uns natürlich auch nichts, wenn das Auto schon die Reifen kaputt hat. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch Autos mit diesen cool sicheren Reifen quasi wie im Online-Modus? Kann man sich hier überhaupt Autos kaufen? Dafür halte ich lieber erstmal ganz kurz an. Dann werfen wir mal eben einen Blick ins Internet. Reisen und Transport. Ja, wir haben zumindest hier... Sieht ganz so aus, als wenn wir es könnten. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn wir uns so ein Auto kaufen, haben wir das dann auch immer wieder? Oder... ja. Oder ist das quasi, wenn das einmal explodiert, dass wir es nicht mehr wieder haben? Nicht mehr wieder kriegen? Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so beschäftigt mit, ja, quasi den Garagen und so von den Charakteren. Wenn wir das Auto rausholen und anders dann nehmen, dann, ja, ich befürchte fast, dass das Auto dann quasi zerstört ist. Was wäre ja Blödsinn, oder? Wenn wir dann Millionen für ausgeben. Hübsche Stiefel. So, klein bisschen flotter unterwegs für die letzten knapp 4 Kilometer. Was denn eigentlich, wenn wir mit dem Auto springen würden hier unten? Zählt das aber nicht als unter der Brücke durchgeflogen, oder? Ich denke mal, da braucht man dann wirklich was Fliegendes für. Ob nur Hubschrauber oder Flugzeug. Kein Auto, was quasi fliegt, springt, wie auch immer. Ah, genau, zieh mir einfach wieder voll davor. Fährst du jetzt hin? Du drehst einfach eine kleine Runde, obwohl du quasi schon ohnmächtig, tot, wie auch immer bist und bleibst dann doch stehen. Ja, nee, ist klar. Oh, Polizei. Und irgendein Porsche-Verschnitt, den wir fast reingefahren sind. So, immer noch 2 Kilometer. Genau. Gab's hier nicht irgendwo... Schießt du auf mich? Warum fährst du voll gegen den Laternenpfosten da? Irgendwas hatte ich hier in Erinnerung. Was war das denn hier? Du fährst ja immer noch hinter mir her. Haben wir Hubschrauber hier oben drauf? Oh, Entschuldigung. Das ist ja das Krankenhaus, glaube ich. Aber ich sehe jetzt keinen Hubschrauber da, deswegen... kannst du mal aufhören da hinten? Schieß auf jemand anderen. Ja, hier vorne haben wir irgendein Ereignis, da wollten wir natürlich hin, deswegen haben wir da an diesem Schild. Upsa, den wollten wir eigentlich nicht machen. Oh, Franklin, Franklin, du bist fast tot. Wäre schön, wenn du jetzt abhauen würdest, quasi. Lying,
So. Thank you for dealing with those punks. The police do nothing around here. Ja, die Polizei kommt aber. Was ballert er jetzt hier noch herum? Ist das jetzt auch ein Polizist, oder? Wieso springt das Auto jetzt nicht an? Oh. Weil es theoretisch gar keinen Motor mehr hat, vermute ich mal fast. Oh, da liegt eine Menge Kohle rum hier, wa? Aber wahrscheinlich auch alles nur so kleine Bündel. Naja, 162. Besser wie nix, ne? So. Auto geht wieder nicht an. Ah, jetzt. Pick your ring. Anderthalb Kilometerchen noch. Oh, Vorsicht. Kann mein Nummernschild ja fast gar nicht lesen, wenn da so viel Blut hinten dran ist. Das geht ja gar nicht. So, wo muss ich denn? Echt hier oben lang? Ja, echt mal hier oben lang. Mal nicht unten hin. Scheint wirklich mal oben dran fahren zu müssen. Und dann bin ich mal gespannt, was er diesmal für Überraschungen für uns über hat. Wo bist du denn? Bist du doch unten? Ich glaube, du bist doch unten, ne? Wo führt mich das Ding denn nach hier oben? Ja, da unten wirst du sein. Komme! Ich kotfahre mit dir. Mr. Conservative! Man, what the fuck are we doing here? Nothing. Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy, and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Get the fuck out of here! All right, let's go. Der redet echt eine Menge Müll, ja. Let's roll! Let's roll where? Catch you on the flip side, buddy! Yo, you see that? Half the airport's on the Dominator's payroll today. Better bond fast with that beauty, cause you two are going tandem. I didn't bring my idiot translator. What the fuck are you talking about? You're driving that hunk of metal and gasoline out of a cargo plane! I'm doing fucking what? Yo, don't go on blue chip on me, bro. Let's do this. Du hast eine Laderampe noch offen. Man, I must be crazier than you are. Yeah, we got liftoff! As soon as we hit a suitably stupid altitude, we'll kamikaze this shit into next week. Am I right? Come on, high five! Hell no, man, shit, I don't want you to be the last person I touch. Yeah, okay, air five then. Parachute? Check. ATV? Check. Big pair of balls? Check. Okay, this is happening! Come on, let's fucking do this! Und dann auch Fallschirm. Ja. Dann gehen wir mal richtig Stoff hier. Boah, setzen wir eben auf. Also wirklich steuern kann ich den nicht. Kann höchstens ein bisschen drehen, aber. Ah. That shit was way too intense. Oh, come on. That's female, dude. Boobies. Yeah, I can see you being a real hit with the ladies, homie. Dude, you have no idea. You should see me online. Like flies on a turd, bro. Man, you said it, not me. So, okay, da sollen wir also scheinbar landen. Warum stehen jetzt schon wieder Jetskis rum? Ist doch bestimmt auch nur Zufall, ne? Was haben wir auf einmal für Klamotten eigentlich an? Es gibt, glaube ich, keine Punktlandung, doch. You feel that? Lightning bolt, zap! You're alive! You know how it feels!
Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Komischer Vogel. Ach, das war's jetzt schon. Wir fahren jetzt nicht noch weiter. Kann ich dich jetzt eigentlich über den Haufen schießen und mir dann deinen Jetski holen, oder? Sternschnuppe, Sturzbomber. Darf ich das oder darf ich das nicht? Ach, schade. Dann habe ich gefunden, sich zu verkrümeln. Was haben wir jetzt auf einmal für ein Outfit an? Die haben uns halt auf einmal angezogen oben, während wir auf dem Quad drauf saßen. Gibt's hier Zivilisation oder so? Oh ja, da steht sogar Motorrad rum. Wow. Sind wir denn hier bei diesen komischen Motorradgangs oder was? Sieht eigentlich so aus, ne? Stehen so viele Motorräder hier rum. Na gut, dass Trevor nicht mit dabei ist. So, wo können wir denn jetzt noch als nächstes so hin? Haben wir noch... Wir haben mit Franklin nur noch die Lester-Mission. Wir wechseln mal rüber zu Trevor. Bist du denn? Auf den Bergen? Was machst du da oben? Was machst du da? Oh, I find the deer that pissed on me. I'm gonna eat its warm liver. Trevor? Hübsches Kleid. Sehr hübsch. Ja. Gut. Damit machen wir natürlich so ziemlich jedem Angst, denke ich mal. Ich meine, Trevor ist ja an sich schon ein seltsamer Vogel, aber... So. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ich habe ja falsch schon mit dabei, sonst würde ich jetzt versuchen, hier einfach mal runterzuspringen. Aber ich fürchte mal fast, können wir das eigentlich irgendwo sehen, was wir dabei haben. Inventar, Maske. Nee. Da ich es nicht weiß, riskiere ich es auch lieber, glaube ich mal, nicht. Muss ich jetzt echt so weit laufen? Mann, Trevor. Wie bist du eigentlich da hochgekommen? Wo sehe ich das männliche Weibchen aus den Bergen kommt? Das kommt sogar verdammt schnell. Ah, Trevor! Irgendwie sterbe ich in letzter Zeit zu oft schon wieder. Aber der war ja auch nur betrunken bis hinten gegen, deswegen konnte ich da natürlich gar nichts für. So, schwarzer Bildschirm, mach dich weg. Wir haben genug von dir gesehen. Da sind wir wieder. Sandy Shores Medical Center. Oh, du hast sogar wieder Klamotten bekommen, ordentliche. Nicht schlecht. 5000 haben wir dadurch schon wieder verloren. Meine Güte. Teurer Spaß immer. So, wir gucken mal gerade. Da sollen wir theoretisch hin. Und wir haben nicht sehr viel an Fahrzeugen hier. Du kommst auf mich zu, ne? Aber biegst jetzt wahrscheinlich... Ja. Warum wusste ich das nur? So, da kommt was mit Anhänger. Was kommt denn da? Ist das ein Quad? Das ist ein Quad, ja. Halten wir uns, glaube ich, mal lieber an den hier. Einmal hupen. Au. Ich brauche dein Auto leider mal eben. Und zwar für den nächsten Part. Ich möchte mich an dieser Stelle mal wieder bei euch bedanken fürs Zuschauen.
schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Dann werden wir mal sehen, was dieser Militär-Gedönse da so für uns Schönes hat. Und Trevor kann ja sowieso alles gebrauchen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.